So. Ich habe mich dazu entschlossen, den Bosskampf doch an den Anfang des diesigen Parts zu stellen, weil einfach ich nicht glaube, dass der so schnell zu besiegen ist. Jedenfalls nicht innerhalb von einer Minute. Von daher, wir müssen ihn einfach mal ein bisschen ansaugen. Der wird dann flüssig und wir können ihn aufnehmen. Wir müssen dem Schatten nachlaufen. Und damit den lilanen Geist, das ist nämlich der Boss, den in dem Schmodder da fangen. Und dann können wir den ansaugen. Aber halt erst dann. So, da müssen wir aufpassen. Es ist egal, ob das ein kleines oder ein großes Schmodderteil ist. Das habe ich aber auch noch nicht erlebt. Man sollte ihn nur treffen. So, jetzt haben wir ihn getroffen. So. Ist eigentlich recht simpel, das Ganze. Nur er und wir werfen einen Schatten, die anderen Geister werfen keinen Schatten, weil sie sollen, glaube ich, selber so eine Art Schattengestalt darstellen. Deswegen haben sie keinen zusätzlichen Schatten. Jetzt haben wir den Boss besiegt. Ja. Und haben wieder einen sehr einzigartigen Schlüssel bekommen. Jetzt labert uns Professor Gitt noch ein bisschen voll. Ach, das passt ja ganz gut. Dann bin ich froh, dass ich das nicht in den anderen Part gepackt habe, weil sonst hätten wir das zeitlich gar nicht geschafft. Denn jetzt kommt nochmal der Bereichsabschluss. Man sieht, es sind mehr Geister als beim letzten Bereich. Das waren ja nur drei beim letzten Mal. Dieses Mal sind es halt mehr. Das finde ich auch gut, dass sie das auch so dargestellt haben, dass man sieht, dass es mehr sind. Jetzt erklärt er wieder das ganze Vorgehen nochmal von vorne. Ich wüsste gern, was es mit den Rahmen auf sich hat. Das sind ja hin und wieder Gold, hin und wieder Silber. Vielleicht hat es mit der Anzahl der Versuche zu tun oder irgendwie sowas. Also, ich weiß es nicht. Ja. Das sind halt die wir gefangen haben. Das Tanzpaar, die Musikerin, der Vielfraß, der Butler, der Hund und der Boss. Das sind 9. Hier nochmal das ganze Geld. Da sieht man jetzt auch die Edelsteine. Und man sieht immer noch, dass wir 2 Sachen noch gar nicht gefunden haben. Also wäre schon mal interessant zu wissen, was da noch auf uns wartet. 14 von 50 Geistern von dem Buß haben wir. Und wir gehen auch mal zur Villa. Und was wollen wir eigentlich hier? Wir haben einen neuen Schlüssel gekriegt, genau. Wir haben den Schlüssel für da hinten bekommen. Was ist denn das? Das Kartensymbol Kreuz. Da bin ich doch mal sehr gespannt. Inzwischen ist der Flur auch beleuchtet, wie man sieht. Das liegt ganz einfach daran, dass wir es geschafft haben, den Bereich durchzuspielen. Jetzt löst sich das Gitter auf und wir können durch. Auf der Tür ist auch das Kreuzsymbol. Erstaunlicherweise. Und hier finden wir wieder Wasser. Wassergeister. Oder? Ja. Ich wollte mich gerade schon beschweren. Na, kommt. Na,
lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Oh Gott. Ah! Ich hasse diese Viecher. Weil ich will nämlich was zeigen. Das kann ich nicht, wenn die mich ärgern. Denn wir können Pflanzen gießen. Und dann kommt aus den Pflanzen Geld raus. Oder andere ganz wertvolle Sachen. Wie Diamanten, Smaragde, Rubine, Saphire. Oder wie die alle heißen. Und das geht mit jedem Pflanzen, die noch nicht tot sind. In der ganzen Villa. Und wer aufgepasst hat, weiß, hier haben wir einen Smaragd. Der weiß, dass in dem Schlafzimmer im Bereich 1 auch eine Pflanze steht. Die wir auf keinen Fall vergessen dürfen nachher. Hier können wir ein Tuch wegsaugen. Was das bringen soll, weiß ich nicht. Hier ist eine Statue. Die gibt uns ein Herz. Die Laterne bringt nichts. Ich hole nochmal Wasser. So, hier ist ein Brunnen. Ist halt ein Brunnen, ne? Wow, 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 wow. Beim ersten Mal schütteln kam nichts und beim zweiten Mal werden wir mit Geld überschüttet. Das ist mir auch neu. Und ja, bei sowas muss man vorsichtig sein. Ich demonstriere mal kurz, warum. Wenn wir von der falschen Seite anklopfen und nicht saugen, knallt uns die Tür um die Ohren. Und wen haben wir denn hier? Ein kleiner weinender Toad. Etwas Furchtbares ist in dem Brunnen. Hier ist ein Vogelhäuschen. In dem Vogelhäuschen finden wir Marios Brief. Das heißt, wir müssen der Wahrsagerin wieder einen Besuch abstatten. Aber zuerst mal gehen wir dem auf den Grund, und zwar dem Brunnen auf den Grund, was Toad meinte. Hier war es nämlich so schrecklich, meinte er. Das gucken wir uns nochmal genau an und dann gehen wir zur Wahrsagerin und dann lasse ich für heute auch erstmal gut sein. So, was haben wir hier? Boah, das ist ganz kalt. Sieht man Luigis Atem. Kleines Gewölbe. Oh! Ja, Mario, hm? In Mario 64 noch in Bildern rumgesprungen und jetzt selber in einem gefangen. Eieiei, wir haben einen Schlüssel bekommen. Ein Schlüssel! Dann machen wir doch erstmal das, bevor wir zur Wahrsagerin gehen. Ich hab's eigentlich immer früher vorgezogen, immer erst dann zur Wahrsagerin zu gehen, wenn ich gerade eh gar nichts anderes machen kann. Also, ich lasse mich da jetzt einfach ganz linear durchs Spiel führen. So, das ist hier ein Fitnessraum und da trainiert einer, wie man sieht. Und hier sind so drei Boxsäcke. Wir können mit A können wir das schlagen. Und ihn provozieren. Ja, das war scheiße gelaufen. Wow, das war ganz gut gelaufen. Und jetzt liegt er auf dem Boden. Und dann können wir ihn ansaugen. So. Das machen wir jetzt nochmal und dann dürfte sich das eigentlich erledigt haben, das Problem. Achso, mit A. Haben wir ihn erwischt? Nö. Ich weiß nicht, mit den anderen klappt das nie so. Achso. Ah, Mist. Man muss ihn nur beim ersten Mal dreimal treffen. Das vergesse ich immer, dass sowas, dass solche Regelungen gibt, dass man ihn nur einmal richtig oft treffen muss und danach nur einmal, um ihn dann wieder... Ach, egal. Das ist total bekloppt, das Spiel, wie schon gesagt. Also, da darf einen gar nichts mehr wundern. Machen wir jetzt einfach mal die Truhe auf. Wow, 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 wow.
Das hatten wir dringend nötig. Und ein Diamant haben wir gekriegt. Der ist ganz viel wert. Und ein Bu treibt hier noch sein Unwesen. Einer von den dreckigen Buus. Ah, hier. Da. Mit 100 HP, ne? Sonst haben wir aber keine Probleme. Aua. Wir können sogar versuchen, ihn noch ein bisschen rauszuziehen da aus der Wand. Aber das war vergeblich. Jetzt ist aber nichts mehr in dem Raum hier. Also können wir einfach weiterziehen. Da können wir aber nicht lang. Wo sind wir denn? Wir sind... Ach, im Erdgeschoss. Und ach, das ist die ätzende Sache. Der ist jetzt im Musikzimmer und wir müssten komplett einmal außen rumlaufen. Ich glaube, das machen wir einfach später mal. Da kommt wieder ganz viel Geld raus. Typisch für diese Art von Lampen. Dass man da einfach mal ein bisschen Geld drinne versteckt. Und hier brennt es wieder. Da schütten wir ein bisschen Wasser drüber. Wir haben nicht mal allzu viel Zeit. Deswegen gehe ich jetzt den Bu jagen. Gehe ich doch lieber den Bu jagen. Weil der Part wird sonst noch ein bisschen zu lang. Toad hat sich wieder eingeschlossen. Die feige Sau. Na, er ist ja klein und er kann ja nichts für. Und die böse Peach hat ihn ja einfach hierher geschickt, statt mal selber irgendwie zu kommen. So, jetzt hier drin ist unser Bu. Jetzt war da. Jetzt können wir mal ein bisschen vorlaufen. Ey, manche von denen sind richtig assi. Ja, so wie der zum Beispiel. Einfach mal wieder verpissen. Ohne, dass ich ihn einmal getroffen habe. Also manchmal komme ich mir richtig verarscht vor von dem Spiel. Oh, halt die Klappe. So, jetzt müsste hier wieder irgendwo sein. Ach, hier wieder. So, jetzt krieg ich dich aber dran, du Sack. So, wir speichern jetzt und damit ist dann auch dieser Part geschafft und dann lasse ich es für heute gut sein.